Ja, Wolfgang, vielen Dank. Man kann dich auch Manolo nennen. Manolo, kennst du den Manolo noch? Den Trommler vom Bückelberg, der eigentlich, sage ich mal, immer früher die deutsche Nationalmannschaft so ein bisschen eingeheizt hat. Ja, also kann man dich gut vergleichen. Ja, neulich war ich auch auf einem Lokalderby. FCA hat natürlich wie immer gewonnen. Diesmal war es nicht der FC Bayern. Der Trainer von den FC Bayern war ja zu dem Zeitpunkt eigentlich schon gekündigt. Wir sind ja immer daran interessiert. Wenn, sage ich mal, Bayern, wenn der Trainer wackelt, dann gewinnt Augsburg eigentlich mal gegen München. Nee, diesmal war es ein anderes Lokalderby, aber auch das haben wir gewonnen. Und an dieser Stelle, sage ich mal, bin ich so ein bisschen durchs Stadion durchgelaufen und dann treffe ich da so eine alte Bekannte, Sabine. Ich habe sie immer Biene genannt, weil sie eigentlich so richtige fleißige Biene im Studium war und so weiter. Und wir haben zusammen Maschinenbau studiert. Beide haben wir den Schwerpunkt alternative erneuerbare Energiequellen und Umweltschutz belegt. Sage ich, Mensch, Biene, wie geht's denn dir und so weiter? Was machst denn? Konntest dein Studium so ein bisschen auch realisieren? Sagt sie, nee, am Anfang nicht, aber jetzt habe ich wirklich meinen Job gefunden. Ich konstruiere jetzt Spannvorrichtungen, um Photovoltaikanlagen hier einfach besser, schneller zu konstruieren. Da kann ich mich wirklich einbringen, ich kann was für den Klimawechsel tun und so weiter. Sage ich, Biene, das ist ja super klasse, aber du bist auch noch bewusst, den Umweltschutz haben wir natürlich auch noch andere Themen hier immer wieder auf dem Radarschirm bekommen. Es geht nun nicht nur um den Klimawechsel, sondern es geht natürlich um viele Sachen. Es geht um Umweltverschmutzung, es geht um Überbevölkerung, es geht um weniger werdende Ressourcen, es geht um Bürokratie. Sage ich, wir haben viele Anforderungen in den nächsten Jahren. Dann sagt sie, du, das ist alles kein Problem, hab erst gehört, mit Homeoffice und alles wird vieles viel einfacher und wir können alle die Probleme von zu Hause aus bewältigen, lösen. Dann sage ich, Mensch, Biene, glaubst du alles, was die Medien sagen, bist du wirklich bewusst, dass wir mit ein bisschen Homeoffice all diese Anforderungen irgendwo bewältigen können, dass wir diese Anforderungen hier lösen können? Und vielleicht kannst du dich auch noch an diese Metapher vom Professor Hasenclever erinnern. Diese Metapher, da ist ein japanisches Ruderboot gegen ein deutsches Ruderboot angetreten. Und die Japaner, die hatten einen Steuermann drin sitzen und wir hatten zwei oder drei Steuerleute und die Japaner haben acht Ruderer gehabt, wir haben, sage ich mal, sechs Ruderer gehabt und am Ende des Tages war das japanische Ruderboot einfach schneller. So als das deutsche Ruderboot. Und man ist dann im deutschen Management zusammengesessen und hat gesagt, was kann man da hier tun? Ja, wir haben einfach zu wenig Steuerleute. Wir müssen nochmal zwei Ruderer auswechseln und noch mehr Steuerleute reinpacken. Und dann wird das Boot auch deutlich schneller werden. Dann ist alles besser koordiniert, besser gemanagt. Haben sie natürlich getan. Was ist passiert? Sie haben noch deutlicher verloren. Sag ich, Biene, das war für mich eigentlich eine gute Metapher. Und wenn wir uns mal einfach dieses Ruderboot von heute anschauen, dann versucht man mit 40 Ruderschlägen statt 50 Ruderschlägen einfach mehr Effektivität reinzubringen. Sage ich, wie kann das wirklich sein? Oder ich rudere via Teams zu Hause, ich lasse mich zuschalten und ruder einfach so ein bisschen digital mit. Oder auch die Ruder-Life-Balance ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte natürlich nicht schwitzen, alles soll viel angenehmer werden. Das ist natürlich eine Anforderung. Oder viele sagen, oh Mama, mir ist langweilig, Mama, Rudern ist langweilig. Was kann man an der Stelle tun? Ich meine, zu uns im Studium oder bei uns im Studium gab es noch diesen Witz, wo das Kind sagt, Mama, wann sind wir endlich in Amerika? Und dann sagt die Mama, halt den Mund und ruder weiter. Sag ich mal, das haben wir eigentlich gelernt, einfach mal die Ärmel hochzukrempeln und was zu tun. Oder unser Team könnte auch heißen, wir rudern für Team Deutsche Bürokratische Republik. Ja, dann gibt es auch die Demonstrierenden und die Influencer, die sagen, jetzt müsst ihr rudern, ihr müsst jetzt rudern. Die lassen sich natürlich über YouTube und TikTok und Hip-Hop und alles Mögliche zuschalten und erklären uns, wie man rudern tut. Und ganz am Ende gibt es natürlich noch die Ignoranten, wir haben kein Ruderproblem. So. An dieser Stelle könnte es die kürzeste Keynote von all den 20 Jahren werden. Ich könnte sagen, okay, und wenn Sie nicht gestorben sind, dann labern und paddeln Sie noch ein bisschen rum. Aber das ist nicht das,
was ich eigentlich, sage ich mal, im Leben erreichen möchte. Wer mich kennt, wer schon mal mit mir Sport gemacht hat, der weiß, dass ich ein Kämpfer bin. Und erst wenn der Wettkampf am Ende abgeschlossen ist, dann kann man den Sieger hier prämieren. Und dann habe ich zu Biene eben gesagt, hey Mensch, Biene, da muss es doch irgendwas geben, so eine Art Elektroantrieb, so ein Elektrobooster für die Ruderanlage und so weiter. Sag ich, über KI müssen wir doch da einiges machen können. Sagt sie auch, da habe ich auch schon viel gelesen. Dann haben wir einfach gesagt, hey Mensch, wir wollen an dieser Stelle mal einfach so KI ein bisschen gemeinsam angucken und wollen einfach mal schauen, ob die KI hier an dieser Stelle was bringen kann. Ich habe mal einfach 12 Punkte vorbereitet, die ich mit Ihnen eigentlich durchgehen möchte. Sie sehen, dieses Mentimeter hat eigentlich, sage ich mal, zwei Achsen. Die erste Achse ist einfach so mal dieser Coolness-Faktor, wo Sie sagen, Mensch, das ist eine coole Anwendung, das ist cool umgesetzt mit KI. Das ist eine Geschichte natürlich, dass die Leute eine Applikation verwenden, weil sie einfach cool ist. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auf der horizontalen Achse auch so diesen Value-Add. Sie sehen auch 12 Punkte, Sie brauchen jetzt noch nicht abstimmen. Die 12 Punkte gehen wir durch und am Ende, wenn Sie dann, sage ich mal, fertig sind, dann drücken Sie auf Abschließen und dann schauen wir uns das Ergebnis gemeinsam an. Die Biene kam dann zu mir ins Büro und ich habe eben ein paar Sachen vorbereitet und dann sind wir einfach mal vorgegangen und haben einfach gesagt, was können wir hier tun? Als erstes hat sie zu mir gesagt, Mensch, ich bräuchte eigentlich so eine Art Knowledge-Datenbasis, wo ich mal nachschlagen kann, wie ich was konstruiere. Dann sage ich, Mensch, da gibt es mal ChatGPT und da können wir einfach mal so die Frage eingeben, wie kann ich einfach eine nachhaltige Spannvorrichtung konstruieren? Haben wir dann eingegeben. Und an dieser Stelle kamen dann eigentlich ein paar interessante Sachen raus, wo die Biene dann zu mir gesagt hat, Mensch, wusste ich so an dieser Stelle noch nicht und so weiter. Das ist ja ein cooles Ding, dieser ChatGPT. Sagt sie, kann der noch mehr? Dann sage ich, ja, Mai, da kann man auch Bilder generieren lassen. Dann sagt sie zu mir, hey Mensch, lass doch mal an dieser Stelle ein Bild generieren, wie so eine Spannvorrichtung ausschaut. Dann haben wir es eingegeben, dann sagt er, Mensch, das ist ja irgend so ein Bild von 1870, mit dem können wir wenig anfangen. Haben wir natürlich gesagt, okay, ein bisschen moderner soll das Ganze ausschauen. Und dann kam sowas raus, also es war keine Spannvorrichtung. Da waren wir dann eigentlich erstmal so ein bisschen zurückgeworfen und haben gesagt, Mensch, ist KI wirklich hier eine brauchbare, gute Technologie? Das ist also nicht das, was ich brauchen kann. Dann habe ich gesagt, Mensch, lass uns mal ein bisschen einfacher versuchen. Lass uns mal eingeben, einen Spanner in 3D. So. Da kam so ein Menschkerl zurück und so weiter mit so einer Lupe. Wir wussten ja genau, was ChatGPT von uns möchte. Hat er noch über politisch korrekt was gefaselt und hat gesagt, wenn wir nochmal sowas tun, dann sage ich mal 2 Stunden, dann sind wir 2 Stunden gesperrt und so weiter. Hat die Biene und ich, wir haben uns dann angesehen und so weiter, haben gesagt, was haben wir denn falsch gemacht? Bis uns natürlich aufgefallen ist, dass das Wort Spanner natürlich im Deutschen auch mit einem Voyeur gleichzusetzen ist. Gut, wie sind wir dann an dieser Stelle weitergegangen? Wir haben gesagt, okay, wir müssen uns den ChatGPT an dieser Stelle so ein bisschen heranziehen. Wir müssen unseren eigenen ChatGPT machen. So, dann sind wir einfach mal hergegangen, haben wir gesagt, Mensch, da kannst du ein MyGPT generieren und der MyGPT, da kannst du mal eingeben, okay, nimm mal ein Foto, erkenn mal alle Teile, die in dem Foto hier drinnen sind und verbinde sie dann mit 3Defined. Haben wir so eigentlich an dieser Stelle dann mal den ChatGPT so definiert. Und so. Genau, den haben wir dann Engineering-GPT genannt und da haben wir dann einfach dieses Bild hier von der Spannvorrichtung hochgeladen und haben mal einfach gesagt, Mensch, was findest du alles an dem Bild? Welche Hersteller, welche Komponenten und so weiter? Und das hat dann eigentlich, sage ich mal, an dieser Stelle sehr gut funktioniert. Er hat dann, sag mal, Toggle Clamps und Adjustment Knöpfe und Metal Plates und Blocks und so weiter hier gefunden, hat dann auch gesagt, Mensch, weiter unten, das sind die Links, so kannst du gleich auf 3Defined gehen und bist dann gleich auch in diesen Komponenten hier drinnen. Nebenzu hat er uns auch gesagt, welche Hersteller solche Sachen herstellen, hier ein Misumi oder ein Kip oder Ganter oder Essentra,
So haben wir das gesehen. Wir sind dann auch gleich noch auf 3D Feinde drüber, haben dann eigentlich auch sofort schöne Suchergebnisse bekommen von diesen ganzen Toggle-Clamps und konnten die natürlich in 3D Feinde dann an dieser Stelle so ein bisschen aufmachen und konnten sie dann fürs CAD runterladen. Dann haben wir gesagt, Mensch, das sieht schon mal ganz gut aus. Sag ich, Biene, ich habe noch eine weitere Idee. Vielleicht hast du ja mal irgendwo eine Spannvorrichtung von einem Wettbewerb und stehst direkt draußen beim Wettbewerber direkt vor dieser Spannvorrichtung oder du hast eine Spannvorrichtung, die du kopieren möchtest und so weiter. Da arbeiten wir gerade mit der Firma Nyris an einer coolen Geschichte und zwar an der Bilderkennung. So, diese Bilderkennung, die funktioniert so, ich kann entweder eine Maschine oder ein einzeln vor mir liegendes Teil hier als Bild mal fotografieren und erkennt dann sofort, das ist die Komponente. Von der Größe her muss ich jetzt natürlich noch ein bisschen Adjustments machen, muss ich noch Anpassungen machen. Das heißt, hier an dieser Stelle könnte ich jetzt hergehen, die Maße vergleichen, wenn ich so eine Schieblehre oder ein Lineal da habe und könnte das Teil identifizieren. Oder noch cooler, wir haben hier auch Augmented Reality eingebaut. Das heißt, ich kann jetzt die digitale Komponente mit der realen Komponente quasi überlagern und kann jetzt schauen, ob das gefundene Teil gleich dem Teil entspricht, dass ich, sage ich mal, real vor mir liegen habe. Also kann diese Teile auch übereinander legen. Sagt die Biene, ist eine super Geschichte. Wir haben aber bei uns eigentlich noch ein großes Problem. Wenn wir jetzt, sage ich mal, all diese Teile bei uns runterladen, dann bauen wir sie heute im CAD zusammen. Und im CAD, da müssen wir dann, sage ich mal, irgendwo das Ganze in die Fertigung runtergeben. Und innerhalb der Fertigung habe ich dann natürlich ein Problem. Ich habe zwar eine 3D-Konstruktion, aber ich muss dann eigentlich erstmal wieder beginnen und muss erkennen, wie die Komponenten miteinander interagieren, ob sie zusammenarbeiten, ob der eine Spanner oder der eine Greifer vielleicht zu schnell ist, ob der andere zu langsam ist und so weiter. Dann sage ich, Mensch, Biene, auch da haben wir was. Mittlerweile gibt es auch 4D-Komponenten. Aus 3D-Finded wird in Zukunft 4D-Finded. Das sind alle Komponenten drinnen, die heute dreidimensional sind, aber auch Verhaltensinformationen hinten dran haben. Und da kannst du sowas konstruieren, wie jetzt hier in diesem Video. Du kannst so eine Anlage gleich zum Leben erwecken und du kannst gleich wirklich auch sehen, ob so eine Anlage funktioniert. Können Sie sich übrigens auch live anschauen, die Firma ISG ist als Aussteller mit dabei, die hat einen Schachspielroboter, wo digital und real gegenübergestellt wird, aufgebaut, also ist ein super cooles Ding, ich habe es schon mal auf der Messe gesehen. Sagt die Biene, oh, da können wir uns viel Zeit sparen und so weiter. Schön wäre es natürlich auch, wenn ich das Wissen von all den Kollegen irgendwo in so einer Art Netzwerk oder Gehirn drin hätte. Sage ich, auch da gibt es schon was, Biene. Da haben wir hier das Cognia-Projekt. Und das Cognia-Projekt ist eigentlich ein Predictive Engineering-System. Da kannst du, wenn du heute mal 500 oder 1000 Spannvorrichtungen schon konstruiert hast, die kannst du in so eine Art Gehirn oder neuronales Netzwerk reingeben. Und dieses neuronale Netzwerk ist wie so ein Wisdom of Crowds oder die Weisheit von vielen, da werden all diese Konstruktionen der letzten Jahre quasi mit verarbeitet und während der Konstruktion werden dir automatisch solche Teile hier an dieser Stelle vorgeschlagen und du kannst dann also hier gleich aus 2, 3 Komponenten die richtige Komponente auswählen, die dir hier in dieser Konstruktion hilft. Dadurch hast du natürlich auch einen riesigen Vorteil. Du kannst auch ein bisschen steuern, dass vielleicht nachhaltigere Komponenten oder einfachere oder aus Pneumatik wird Elektrik. Sowas kannst du alles quasi über so eine Art Netzwerkgehirn steuern, indem du einfach, sag ich mal, richtig teachst. Ich sag mal, das geht dann auch weiter. Wir haben natürlich jedes Jahr eine halbe bis eine Milliarde Downloads. Wir können das natürlich auch andersweitig nutzen. Wir können das auch nutzen als Teile, Recommender, wie du es von Amazon kennst. Hier habe ich mal ein paar Beispiele aufgezeichnet. Wir haben gesagt, alle Downloads, die innerhalb von 3, 4, 5 Minuten hintereinander gemacht wurden, das ist ein guter Download, das ist ein Download, der dann auch richtungsweisend ist, wo die eine Komponente mit der anderen Komponente verknüpft ist. Und da sieht man so ein paar Beispiele. Ich habe da irgendwo solche, ich weiß nicht, wie die heißen, so Winkel und da habe ich dann Spanner dazu oder ich habe dann irgendwelche Pins, wo ich dann eine Sicherung dazu haben kann oder ich könnte sogar einen ganzen Weg beschreiben, wo aus einer Schraube dann auch eine Sicherungsscheibe und eine Mutter vorgeschlagen wird.
Das ist also so, dass wir hier an dieser Stelle schon relativ weit sind. Das wird demnächst im World Wide Web verfügbar sein und da hat man natürlich die Weisheit von vielen. Man sagt, Sibine, oh, sind ja super Geschichten im Engineering dabei, aber ein Problem habe ich nochmal, ich habe immer einen Kollegen, der schläft immer ein. Sage ich, auch da gibt es schon eine KI-Lösung. Man kann mittlerweile, sage ich mal, hier auch wirklich die Videobilder mit aufnehmen und hat natürlich hier die Möglichkeit zu sehen, wie wach deine Leute sind und ob sie wirklich aktiv mitkonstruieren. Man könnte hier an dieser Stelle dann auch, sonst haben wir keinen Ton, natürlich eine Hupe oder einen Wecker spielen, wenn einer von deinen Kollegen hier einschläft. Ja, sagt sie, vom Engineering her hast du mich völlig von KI, von AI überzeugt. Aber wie schaut das Ganze aus? Es geht ja noch weiter, wenn wir dann die Konstruktion durchführen und so weiter. Da gibt es bei uns das Master Data Management als Abteilung. Und die haben zum Beispiel ein Problem. Wir haben Kollegen in Dänemark, wir haben Kollegen in Norwegen und so weiter. Und wenn ich jetzt sehe, diese Spanner, die ich hier runterlade, das sind dann englische oder deutsche Informationen dabei. Wie kann ich die für meinen dänischen Kollegen, sage ich mal, schnell übersetzen? Dann sage ich, da gibt es hier DeepL. Wir werden auch DeepL bei uns auf der Plattform mit einbauen, kann man dazu buchen und dann kann man dann auch Dokumente, das ist also nicht nur die Kataloge in verschiedenen Sprachen, sondern auch die Dokumente, PDF-Dokumente, relativ einfach dann über DeepL ansteuern und bekommt dann Dänisch oder Schwedisches oder was auch immer für eine Sprache man benötigt, ein PDF quasi dazu. Sagt sie auch, das ist ja super klasse. Schön wäre es natürlich, wenn bei uns im SAP diese Daten auch klassifiziert sind. Klassifiziert, sage ich Menschen, Biene, wir haben heute, sage ich mal, so 20-30% der Hersteller, die klassifizieren. Leider sind 80% nun nicht dabei. Aber auch hier arbeiten wir an einem System. Das heißt, das ist auch so eine Art neuronales Netzwerk von klassifizierten Daten. Wir haben natürlich viele klassifizierte Daten, die können wir in dieses neuronale Netzwerk einfach mal eintüten. So, und hier habe ich dann die Möglichkeit, wenn ich einen Teil aufrufe, wie hier so ein Bügelgriff, auch wenn er nun nicht klassifiziert ist, habe ich hier an dieser Stelle die Möglichkeit, dass ich Klassifikationsinformationen, Merkmale, Klassen bekomme. Später kann ich vielleicht dann auch mal, wenn Footprint und solche Informationen da sind, die eine Komponente mit der anderen vergleichen und kann dann, sage ich mal, relativ einfach diese Informationen wenigstens grob anreichern. Also ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Ja, sagt die Biene, okay, da kann ich auch wirklich unsere Stammdatenabteilung begeistern. Jetzt habe ich natürlich noch eine weitere Abteilung, das ist so der Einkauf. Der Einkauf, der hat auch immer wieder so ein Problem und jetzt habe ich natürlich Togelklemms und Platten und Schrauben von den unterschiedlichsten Firmen, Distributoren, Herstellern und so weiter. Wie könnte ich denn wirklich mich auf einen Hersteller oder auf einige wenige Hersteller konzentrieren? Dann kann ich natürlich größere Mengen kaufen, dann kann ich die Ware natürlich auf einmal liefern lassen und so weiter. Sage ich, auch da haben wir mittlerweile was. Da gibt es hier, sage ich mal, so eine Art Portfolioanalyse, wo wir jetzt von der Konstruktion, die wir gerade gesehen haben, einfach mal so die wichtigen Komponenten definieren, wie ein Toggle-Clamp oder wie ein Clamping-Lever oder ein Hexagonal-Nut oder auch T-Nuts, alles, was da drinnen ist. Ich könnte es natürlich auch granularer machen. Ich kann auch wirklich sagen, das ist eine DIN 912 M8x50 oder so. Und dann kann ich hier ein paar Hersteller auswählen und bekomme dann, sage ich mal, so eine Art Portfolioanalyse über diese Hersteller und die Teile, die ich suche. Und dann sehe ich hier über so eine Art Farbschema, okay, hier wäre es jetzt der KIPP USA geworden, weil er vielleicht am meisten grüne Teile hat. Ich kann dann auch nachschauen, ob der KIPP USA vielleicht sogar auch nach Mexiko oder in die Schweiz oder nach Schweden liefert. Also auch solche Sachen kann ich mittlerweile hier aus diesen Daten herauslesen. Sagt sie, ja, und was ist mit Preisen? Sage ich, Preise sind überhaupt kein Thema. Da sind wir gerade dabei. Wir reichern gerade all die Daten mit den Preisen, aber auch Lieferzeiten vom World Wide Web an. Und wir können sogar Langzeitkurven machen. Wie ist die Verfügbarkeit am Markt oder wie sind auch die ganzen Preistrends? Ist die Komponente teurer geworden oder ist er günstiger geworden und so weiter? Und da kann man dann davon auch hier ein Risiko ableiten. Das heißt, wenn
die Lagermenge am Markt nach unten geht, der Preis nach oben, dann müssen Sie schauen, dass Sie die Komponente vielleicht dann eben schnell einkaufen, oder Sie müssen sich auch Gedanken machen, wie Sie vielleicht Ihre Konstruktion abändern oder wie du quasi hier abänderst. Sagt sie, super, klasse. Und wenn ich jetzt noch in der Fabrikhalle noch ein cooles Feature hätte, dann wäre es natürlich hier an dieser Stelle super klasse, dann könnte ich auch die Leute abholen, sage ich, da arbeiten wir gerade an was super coolen. Und zwar, du kannst hier einfach ein Bild nehmen von einem Spanner, du ziehst es hier demnächst auf 3D Finded und wirklich aus einem 2D-Bild wird dir ein 3D-Objekt generiert. Das heißt, du brauchst ein Bild, wenn du mehrere Bilder hast, ist natürlich super klasse, aber es reicht schon ein Bild und man sieht es hier in diesem Video, dann wird hier ein 3D-Objekt erzeugt. Das kann ein Stuhl sein, das kann ein Spanner sein, das kann eine Schraube sein. So, mit diesem 3D habe ich natürlich unheimlich viele Möglichkeiten. Ich kann wieder in diese Suchmaschine reingehen und bekomme hier an dieser Stelle sofort weitere Spanner hier angezeigt. Ja, sage ich, und was auch noch wichtig ist, du musst natürlich das Management, das Controlling, den Sales abholen. Da haben wir hier diese BI-Tools und diese BI-Tools, die können analysieren, wer in dem Markt wie erfolgreich ist, wie ein wachsendes Unternehmen ist. Du kannst hier zum Beispiel schauen, ob dein Auftraggeber hier auch vielleicht liquide genug ist. Du kannst aber auch hier andere Auftraggeber hier finden, indem du sagst, einfach gleichgesinnte Unternehmen, die was Ähnliches machen, will ich über dieses BI-Tool finden. Wir haben natürlich hier eine riesige Datenbank mit 5, 6 Milliarden Downloads, mit unheimlich vielen Firmen. Da können wir also unheimlich gute BI-Analysen machen. Sagt sie, du hast mich völlig überzeugt von der ganzen KI-Geschichte. So, jetzt sind Sie dran. Ich weiß nicht, ob Sie nebenzu Zeit hatten. Wir sind ja doch relativ schnell vorgegangen, so ein bisschen mit abzustimmen. Greifen Sie vielleicht nochmal zum Mobiltelefon und gehen mit mir zusammen einfach nochmal diese Dinge hier durch. Ein paar haben auch schon abgestimmt. Ich habe nochmal hier an der Seite die 12 Technologien aufgeführt und wenn Sie die Technologien einfach nach Coolness, also würden Sie sowas einsetzen, finden Sie sowas cool und natürlich, was bringt es Ihnen als Benefit? Ja, was der Gewinner, die Fotosuche kann man sagen, die ist eigentlich, sage ich mal, am obersten Eck. Foto Richtung 3D ist natürlich auch eine interessante Technologie mit der 11, die ist also auch relativ weit oben. Die 4, das sind die digitalen Zwillinge, da wird sich der Andreas Brandauer und ISG freuen. Was haben wir noch? Die 1, der ChatGPT als Knowledge Base ist natürlich auch noch relativ weit oben. Was ist die 5? Das ist das Cognia-Projekt, also Recommender etc. Ja, dem einen oder anderen war vielleicht diese Keynote heuer zu kritisch. Ich möchte nur eigentlich sagen, dass ich in den 90ern aufgewachsen bin. Ich habe in den 90ern studiert und da gab es immer noch die Werbung, vielleicht kennt die der eine oder andere noch, das war diese Duracell-Häschen-Werbung. So. Wieder beweist Duracell im Nonstop-Dauertest, alkalische Batterien halten länger als Zink-Kohle-Batterien. Stunden später, die Zink-Kohle-Batterien geben auf. Duracell aber hält entscheidend länger, je nach Anwendung bis zu 5-mal. Duracell hält entscheidend länger. Ja, ich denke, wenn wir die Herausforderungen der Zukunft lösen wollen, dann müssen wir alle auch wieder ins Ruderboot reinsteigen und müssen rudern. Und natürlich kann die KI uns unterstützen, aber die KI allein wird es natürlich nicht lösen, sondern wir müssen auch natürlich hier die KI mit in den Mittelpunkt rücken und müssen mit der KI diese Dinge einfach irgendwo lösen. Probieren Sie es mal.